Bevor ein neues Produkt auf den Markt gebracht wird, wird normalerweise natürlich immer eine Marktanalyse durchgeführt, bei der man schauen möchte, wie viele Leute welches Produkt zu welchen Konditionen wie auch immer wann gebrauchen könnten. Das machen die beiden größten Flugzeughersteller der Welt selbstverständlich auch nicht anders. Da läuft das aber mittlerweile natürlich in einer sehr ausgeklügelten, sehr detaillierten und sehr beeindruckenden Form ab. Das alles natürlich in Kombination mit viel Erfahrung und beide Hersteller haben jetzt ihre aktuellen neuen Zahlen für die Zukunft veröffentlicht und das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video mal wieder aus dem Hotel. Ich hoffe, es geht euch gut. Auch wenn die Luftfahrt zurzeit einen überraschend schnelllebigen Eindruck macht, noch sehr viel schnelllebiger als es normal wäre, gibt es selbstverständlich immer wieder Bereiche, die doch gut geplant werden möchten. Die Entwicklung und der Bau von neuen Flugzeugen, am besten von komplett neuen Flugzeugen, die wirklich von Grund auf neu entwickelt werden müssen, und die Frage nach der zu bauenden Anzahl bzw. die Frage nach den zu erwartenden Verkäufen ist hier natürlich extrem wichtig. Und massive Fehltritte können dann in Zukunft so richtig ins Geld gehen. Immerhin dauert es ja meist knapp ein Jahrzehnt, bis ein wirklich komplett neu entwickeltes Flugzeug erstmals an den Start gehen kann und damit ja auch erstmals wirklich Geld verdienen kann. Und bis zu dem Zeitpunkt hat das Projekt ja schon wahnsinnig große Mengen an Geld verschlungen, um halt eben die Entwicklung des Flugzeuges zu bezahlen. Ein wirklich anschauliches und gutes Beispiel dafür ist höchstwahrscheinlich der Airbus A380. Das war oder ist ja ein riesiges Prestigeprojekt für den europäischen Flugzeugbauer. Und die ganze Nummer ist so dermaßen teuer, dass eine entsprechende aufwendige Marktanalyse und in Kombination dazu zahlreiche Gespräche mit entsprechenden Fluggesellschaften und damit potenziellen Kunden für den A380 im Vorhinein natürlich Pflicht waren. Da geht es dann um erste Machbarkeitsstudien, die bereits mehr als 20 Jahre vor dem Erstflug des eigentlichen A380 gemacht wurden, um die technischen Möglichkeiten auszuloten, um sich auch schon mal die Vor- und Nachteile eines so großen Flugzeuges anzuschauen bzw. da schon mal grob die Hintergründe zu beleuchten. Und dann gibt es natürlich auch genauere Analysen, die sich mit dem Konkurrenzmodell des A380, also mit der damaligen Boeing 747-400, beschäftigen und sich anschauen, inwiefern Boeing das Flugzeug eventuell in Zukunft noch optimieren könnte und damit ein Flugzeug auf Augenhöhe des A380 präsentieren könnte. Und dann gibt es eben die Gespräche mit den Kunden, die dann möglicherweise im Idealfall schon eine Absichtserklärung als Ergebnis haben. Und so kommt es dann eben zustande, dass auf dem ersten A380 auch das Logo von FedEx oder von UPS zu sehen ist, obwohl ein A380 Frachter zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung noch sehr viel mehr eine schwer vorstellbare Idee war, als es das heute ist. Und auf Grundlage dieser Analyse lässt sich dann irgendwann der Bau eines solch großen, solch neuen Flugzeuges rechtfertigen. Und dann muss eben erstmal Geld investiert werden. Das war beim A380 natürlich sowieso eine ganze Menge, weil eben vieles an diesem Flugzeug sehr neu war bzw. so noch nie da gewesen war. Knapp 12 Milliarden Dollar sollen das beim Airbus A380 an Entwicklungskosten gewesen sein. Und mit der Besonderheit, dass hier beim A380 knapp ein Drittel der Entwicklungskosten von Steuergeldern finanziert wurde. Wie gesagt, ist ja ein Prestigeprojekt für Europa und da kann man schon mal ordentlich Steuergelder reinbuttern. Und spätestens an dieser Stelle wird dann wahrscheinlich klar, warum eine vernünftige, aufwendige und detaillierte Marktanalyse vor dem Bau, vor der Entwicklung eines solchen Flugzeuges so unfassbar wichtig ist. Man geht nun mal ein enormes Risiko ein und Airbus hat beim A380 ganze 10 Jahre nach dem Erstflug benötigt, um mit der Maschine jetzt endlich die Gewinnschwelle zu erreichen, also um damit endlich mal ein bisschen Geld zu verdienen. Und da weiß man auch noch nicht so ganz genau, ob das nicht vielleicht ein bisschen schön gerechnet ist. Wie auch immer, also der A380 ist ja kein Riesenerfolg. In der Vorhersage aus dem Jahr 2000, ist heute schon fast 20 Jahre her, da hat Airbus bis 2009 in Voraussicht mit einem Bedarf von etwa 360 Flugzeugen in der Größenordnung des Airbus A380 gerechnet. Airbus hat damals gesagt, wir rechnen mit 360 Flugzeugen in der Größenordnung von über 400 Sitzplätzen. Für das Jahr 2019, also aus der damaligen Sicht heraus 20 Jahre im Voraus gedacht, hat man mit einem Bedarf von etwa 875 Flugzeugen in der A380-Kategorie gerechnet. Wir wissen heute natürlich, im Jahr 2019, dass das nicht annähernd so funktioniert hat. Und auch wenn das aus damaliger Sicht ja nicht alles A380-Bestellungen hätten werden müssen, sondern es geht einfach um den Bedarf dieser Flugzeugkategorie, dann dachte man sich trotzdem, dass man als Airbus mit dem A380, der dann bald kommen wird,
aus Sicht des Jahres 2000, dass man damit doch annähernd perfekt aufgestellt sein müsste. Und dann, wenig später, im Jahr 2007, also im Jahr der Erstauslieferung des Airbus A380 an Singapore Airlines, hat man eine weitere beeindruckende Zahl rausgegeben. Und zwar erwartete man aus damaliger Sicht für die nächsten 20 Jahre einen Bedarf von knapp 1300 Flugzeugen aus der A380-Kategorie. Joa, die Hälfte davon im asiatisch-pazifischen Raum. Das war viel zu optimistisch und hat natürlich nicht annähernd so funktioniert. Mittlerweile ist klar, dass Airbus insgesamt nur gut 250 Airbus A380 bauen und verkaufen wird. Das ist natürlich nicht annähernd so viel, wie man sich eigentlich von diesem Flugzeug erhofft hatte, aber ist nun mal so. Die Produktion des Flugzeuges wird frühzeitig eingestellt und damit ist der Airbus A380 nicht nur das perfekte Beispiel dafür, warum eine detaillierte, aufwendige Marktanalyse so verdammt wichtig ist, sondern er ist auch das perfekte Beispiel dafür, dass eine Marktanalyse auch mal so richtig daneben liegen kann. Aber jetzt zu den aktuellen Zahlen. Zuerst veröffentlichte Boeing mit ihrem diesjährigen Commercial Market Outlook ihre Sicht der Dinge auf die nächsten 20 Jahre. Und bei Boeing ist ein unfassbar detaillierter Ausblick in die Zukunft aus den eben am A380-Beispiel erklärten Gründen schon seit Ewigkeiten Standard und glücklicherweise auch ganz einfach auf deren Website für uns zugänglich. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, je nach Region ganz genau zu erkennen, welche Flugzeuge Boeing zu welchem Zeitpunkt wann wo wie erwartet. Und am interessantesten sind dabei jetzt natürlich erst einmal die ganz allgemeinen Zahlen. Und für die nächsten 20 Jahre erwartet Boeing einen Bedarf von aktuell 44.040, wie auch immer diese Anzahl zustande kommt, 44.040 neuen Flugzeugen. Das beschränkt sich dabei natürlich nicht auf Boeing-Flugzeuge, sondern es ist ja eine Marktanalyse bzw. eine Marktvorhersage, die die allgemeine Situation erfassen soll. Und dementsprechend geht es dann in den nächsten 20 Jahren darum, möglichst viele der zu erwartenden 44.040 neuen Flugzeugbestellungen auf seine Seite zu ziehen. Boeing erwartet dabei in 20 Jahren einen etwa 2,5-mal größeren Luftverkehrsmarkt als heute, begründet das mit einer immer stärker werdenden Mittelschicht, die dementsprechend die Möglichkeiten bekommt, mehr zu reisen und auch Lust bekommt, mehr zu reisen. Dazu mit weiter anhaltendem Wirtschaftswachstum und mit mittlerweile einigen großen Airlines bzw. Airline-Gruppen, die es in den letzten Jahren geschafft haben, so gut und stabil zu laufen, dass sie immer und immer wieder zusammengerechnet mehr als 30 Milliarden Dollar Gewinn abwerfen konnten und sich somit über die letzten Jahre die Möglichkeiten geschaffen haben, jetzt in Zukunft viel zu investieren. Knapp 56% der zu erwartenden 44.040 Neubestellungen für Verkehrsflugzeuge werden dann benötigt, um das eben angesprochene Wachstum zu stemmen. Der Rest, die verbleibenden 44%, die wird man dafür benötigen, um altes Fluggerät zu ersetzen. Boeing rechnet dann für die nächsten 20 Jahre mit einem Bedarf von etwa 2.200 Regionalflugzeugen, mit einem Bedarf von über 8.300 Widebody-Maschinen und über 1.009 Frachtflugzeugen. Mit großem Abstand ganz vorne stehen dann natürlich die Standard-Rom-Flugzeuge, also das, was aktuell die Boeing 737 ist. Und davon erwartet man wohl in den nächsten 20 Jahren über 32.400 neue Maschinen. Das beschreibt damit das Potenzial für die aktuelle 737 MAX und auch für einen dann in 20 Jahren sicherlich verfügbaren Nachfolger für die 737-Familie. Alles Weitere wird dann bereits in Regionen unterteilt. Und dort, ja, kann man mal drüber schauen, das sind dann ungefähr 9.000 neue Flugzeuge für den Raum Nordamerika in den nächsten 20 Jahren, ungefähr 9.000 zu erwartende Bestellungen aus dem Raum Europa für die nächsten 20 Jahre. Und ja, besonders beeindruckend ist da der asiatisch-pazifische Raum mit über 17.000 neuen Flugzeugbestellungen für die nächsten 20 Jahre. Darunter bereits über 8.000 Bestellungen allein aus China, dem aktuell am schnellsten wachsenden Luftverkehrsmarkt der Welt. Und wie wir bereits in einem der letzten Videos besprochen haben, ist der Mittlere Osten für diesen Ausblick für die nächsten 20 Jahre gar nicht mehr so wahnsinnig interessant. Hier erwartet man für diesen Zeitraum etwas mehr als 3.000 neue Bestellungen von Flugzeugen. Hierbei ist höchstens spannend zu beobachten, dass man in dieser Region höchstwahrscheinlich ähnlich viele Widebody-Flugzeuge benötigen wird wie Standard-Rom-Flugzeuge. Das sieht man sonst ja eher nicht so, da sind es immer deutlich mehr Standard-Rom-Flugzeuge, liegt aber hier im Mittleren Osten ganz einfach daran, dass aufgrund der geografischen Lage und auch aufgrund der Ausrichtung der Fluggesellschaften größtenteils Langstreckenflugzeuge benötigt werden. Und das passt ja tatsächlich auch ganz gut zu den aktuellen Meldungen eines gewaltigen Millionenverlustes bei Qatar Airways und mittlerweile abgestellten Airbus A350-1000 für Etihad, ganz einfach, weil man sie zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wirklich unterbringen kann.
Jetzt aber nochmal ein Blick auf die aktuelle Marktprognose von Airbus. Die bringen nämlich auch immer so ein Ding raus, einmal pro Jahr, und die ist ähnlich aufgebaut wie die von Boeing, ähnlich detailliert, wie auch immer. Airbus geht davon aus, in den nächsten 20 Jahren einen Bedarf von 39.210 Flugzeugen zu erkennen. Wie auch immer auch diese Zahl zustande kommt. Da fällt direkt auf, das ist echt ein gutes Stück weniger als bei Boeing. Airbus rechnet ganz einfach damit, dass es mehr Großraumflugzeuge geben wird, die man in den nächsten Jahren produzieren wird. Und Airbus rechnet auch mit weniger Flugzeugen generell, die im Jahr 2038, also von jetzt aus gesehen in 20 Jahren, durch die Gegend fliegen werden. Heute gibt es ungefähr 23.000 aktuell aktive Verkehrsflugzeuge. Wobei man auch beachten muss, dass Airbus und Boeing in ihren Statistiken da nur Verkehrsflugzeuge mit mehr als 100 Sitzplätzen einberechnen. So, und jetzt erwartet man für das Jahr 2038 eine Anzahl von aktiven Verkehrsflugzeugen, Neubestellung plus dann alte, noch gebrauchte Flugzeuge von 47.680 Maschinen. Zumindest laut Airbus-Prognose. Bei Boeing kommt man allerdings auf etwas mehr als 50.000 aktive Flugzeuge. Wie dem auch sei, der europäische Flugzeugbauer teilt dann in seiner Marktprognose auf in kleine, mittelgroße und große Flugzeuge. Wobei zu den kleinen Flugzeugen auch die A320-Familie komplett bis zum A321 gehört, ohne irgendwelche abgefahrenen Optionen, die es dann mittlerweile für dieses Flugzeug gibt. Und auch hier in dieser Airbus-Prognose entfallen knapp 3/4 der zu erwartenden Neubestellungen auf diese Art von Flugzeugen, also auf die Standard-Rumpflugzeuge des Flugzeugbauers. Auch da muss man natürlich beachten, dass diese dann knapp 30.000 Bestellungen natürlich nicht alle auf den Airbus A320 entfallen werden, sondern das kann auch auf einen anderen Hersteller gehen, beziehungsweise kann dann auch auf ein Nachfolgemodell des A320 zugehen. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, eine spezielle Kategorie, so wie es das anfangs erwähnt, für die 747 beziehungsweise für den A380, für Flugzeuge mit deutlich mehr als 400 Sitzplätzen gab, gibt es jetzt heutzutage nicht mehr. Das hat man einfach mal rausgelassen. Es gibt jetzt große Flugzeuge und zu denen gehört natürlich auch ein Airbus A350. Und der Rest des Berichtes ist tatsächlich schon ziemlich ähnlich. Airbus erwartet genauso wie auch Boeing im asiatischen Raum das stärkste Wachstum, mit laut Airbus 16.500 neu bestellten Flugzeugen in den nächsten 20 Jahren. Gleichzeitig gab der europäische Flugzeugbauer dann aber auch noch die Information heraus, dass man die monatliche oder generell die Produktionsrate des Airbus A320 höchstwahrscheinlich erst einmal in den nächsten Jahren nicht weiter erhöhen wird. Und das trotz der doch eigentlich jetzt, wie wir gerade erkannt haben, so tollen Lage für die Zukunft. Trotzdem wird man aufgrund zunehmender Komplexität, aufgrund der verschiedenen Modelle der Flugzeugfamilie, doch erstmal im aktuellen Bereich bleiben. Ändert aber natürlich auch nichts an der Tatsache, dass die Airbus-Produktion sowieso für die nächsten 5 Jahre ausgebucht ist. So viel also erst einmal dazu. So sehen die beiden aktuell größten Flugzeughersteller der Welt also die Zukunft. So sehen sie die nächsten 20 Jahre. Und es bleibt abzuwarten, wie es dann wirklich wird. Es würde mich schon wundern, wenn es genau 44.040 neue Flugzeuge... Fluglärm. Es würde mich schon wundern, wenn es genau 44.040 neue Flugzeuge in den nächsten 20 Jahren sind. Aber... trotzdem, das, was da vorgestellt wurde, klingt in vielerlei Hinsicht sehr beeindruckend. Und überhaupt nicht nach Rückgang oder nach irgendwelchen Dingen, die mit abgefahrenen Worten wie Flugscham zu tun haben oder nach stagnierenden Märkten oder was auch immer. In diesem Sinne soll es das für heute erst einmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Wie gesagt, ihr könnt euch diese Berichte, diese sehr detaillierten Marktprognosen auf der Website des jeweiligen Herstellers anschauen. Kann man auf jeden Fall mal durchgehen. Sehr interessant. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.